Läuft das jetzt? Ja, das läuft jetzt. Also, wir sind hier beim Stadion im Wald. Marc, wieso machst du jetzt das Schutzschild zu? Wir haben doch Angst vor den Waldgeistern. So. Hab ich vergessen. Marc hat ein Schutzschild für die Waldgeister. Hier ist der Wald. Hier gibt es ganz viele Geister. Oh, wir müssen weiter trampeln. So, wir trampeln jetzt hier am Stadion durch den Wald. Mit einem Schutzschild. Natürlich mit einem bunten Schutzschild. Wie soll es auch anders sein? Trampeln wir durch den Wald. Ja, weil das ist ganz wichtig. Das tut nämlich dann die Geister verjagen. Die kleinen Waldgeister. Oh, ich glaube, da habe ich einen Waldgeist. Bist du ein Waldgeist? Nein, du bist kein Waldgeist. So was Blödes. Ah, wir haben ja auch hier den Schutzschild. Da kann ja gar kein Waldgeist kommen. Aber ich habe eben einen gehört. Habt ihr den auch gehört? Ja. Ja. Oh, ich höre Waldgeister. Oh, ich höre Waldgeister. Aber Gott sei Dank haben wir das Schutzschild. Lisa, du trampelst ja gar nicht. So kann das nicht funktionieren. Ach, ja, warte mal, Lisa, das müssen wir kurz in die Kamera zeigen. Das ist die Himbeerzauberkraft. Die hält nämlich die Geister von uns fern. Doch, der Marc braucht auch noch ein bisschen Himbeerzauberkraft. Weil der führt uns ja an mit dem Schutzschild. Sonst funktioniert das nicht. Also, der Weg durch den Wald ist noch ein bisschen. Oh, ich sehe schon den Ausgang. Du siehst schon den Ausgang. Oh, ich sehe auch schon die Straße. Oh, ein Waldgeist. Da sehe ich einen Waldgeist im grünen Kleid. Ein Waldgeist im grünen Kleid. Guck mal da. Mit rosa Schuhen. Rosa Schuhen? Oder? Die schwarzen Schuhe? Nein, ich meine das. Oh, guckt mal da, Leute. Schaut mal, Skarabäus, wenn ich mich nicht irre. Ja, cool, sowas habe ich ja noch nie live gesehen. So, ihr Lieben, poppt mal schön weiter. Wir trampeln weiter und passen jetzt auf die Mistkäfer auf, dass wir da nicht drauf treten. Oh, Marc hat eine Karte gefunden. So, wir sind jetzt bald am Ausgang, deswegen mache ich jetzt mal Stopp.